Hallo, lieber Goldsucher. Vielleicht haben Sie schon einmal den Begriff Custodiality gehört. Einfach ausgedrückt, ein Bauunternehmen hat einen Schlüssel zu Ihrer Wohnung. Coinbase, Kraken, Bittrex, Binance sind alles Plattformen, die Zugang zu Ihrer Geldbörse haben. Heute werde ich Ihnen über das Projekt MediaEye berichten. Wenn Sie diese Plattform nutzen, stellen Sie sicher, dass nur Sie die Schlüssel zu Ihrer Wohnung haben. Und das halte ich für sehr wichtig. Das MediaEye NFT-Plattform ist diese NFT-Bias-Plattform für erfahrene und unerfahrene Nutzer, die NFT erleben, mitmachen, kaufen, verkaufen, sammeln und mit NFT-Werte schaffen wollen. MediaEye ist ein Multi-Chain-Protokoll. Es ist sowohl ein NFT-Erstellungsportal als auch eine Plattform für die direkte Bereitstellung digitaler Inhalte. MediaEye ermöglicht es den Nutzern, buchstäblich alles zu tun, was sie gemäß ihrer Strategie und ihren Zielen tun müssen. Die Plattform wurde entwickelt, um Vermarkter, Künstler, Unternehmen, Sammler, Spieler und Sportorganisationen zu unterstützen, die NFT erstellen möchten. Verteilen, kaufen, verkaufen und liefern Sie digitale Inhalte an Märkte, fördern und vermarkten Sie Ihre Dienstleistungen und Produkte. Die Vision ist es, die reale Wert mit der virtuellen Wert auf der Blockchain zu verbinden und eine Plattform zu schaffen, auf der Menschen Geld verdienen, sich unterhalten und etwas schaffen können. Das MediaEye-Ökosystem ist ein entwickelter Komplex. NFT Hub ermöglicht es den Nutzern, beliebte Künstler und Inhalte auf verschiedenen Marktplätzen in verschiedenen Blockchain-Netzwerken zu entdecken. NFT Marktplatz gibt den Nutzern die Flexibilität, NFTs zu platzieren, zu verkaufen, zu versteigern oder zu kaufen und bietet den Nutzern sofortigen Zugang zu Aktionen. NFT-Sammlungen ermöglichen es den Nutzern, eigene Sammlungen für Einzelpersonen, Gruppen, Unternehmen und Gemeinschaften zu erstellen und zu prägen. NFT Event Gallery ermöglicht es den Nutzern, einzigartige Veranstaltungen zu kreieren, Kollektionen zu präsentieren und zu verkaufen, sowie die Markenbekanntheit zu fördern und auszubauen. NFT Campaign Launcher bietet die Möglichkeit, NFT über mehrere Blockchain-Netzwerke an eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern zu verteilen. NFT Merch ermöglicht es Nutzern, auf der Plattform erstellte NFTs zusammenzuführen und zum Verkauf anzubieten, indem sie eine beliebige Anzahl von NFTs gruppieren. NFT-empfohlener Inhalt ermöglicht es Nutzern, ihre Inhalte im Premium-Marktplatzbereich der Webseite zu platzieren. Mit NFT Boost können die Nutzer die NFTs, die ihnen gefallen, boosten oder ihre eigenen NFT boosten, um ihre Inhalte besser sichtbar zu machen. NFT Cross-Chain Transfer ermöglicht es Nutzern, ihre NFT zwischen mehreren Blockchains zu übertragen. Abonnementsschaltdienste über mehrere Blockchains hinweg frei und ermöglicht es den Nutzern, die gesamte Palette der Dienste der Plattform zu minimalen Kosten zu nutzen. NFT Charity ermöglicht es den Nutzern, auf der Charity Place Plattform für ihre bevorzugten teilnehmenden Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden. Millions of Pixels Canvas ermöglicht den Kauf von Pixelblöcken. Jeder Teilnehmer kann seine NFT-Kunstinhalte oder Kunstlogos auf der größten jemals geschaffenen Online-Leinwand platzieren. Jeder Teilnehmer wird seinerseits auf der Projektliste aufgeführt. Der iToken ist ein ERC20 und BEP20-Token, der das Herzstück der MediaEye-Plattform ist. Es verfügt über einen festen Bestand von 1 Milliarde Token, die gleichmäßig verteilt werden. 500 Millionen ERC20 iToken und 500 Millionen BEP20 iToken.
Mit dem iToken kann man Rabatte erhalten und bestimmte Plattformdienste freischalten. Darunter den NFT-Kampagnenstarter, Abonnementengebühren, die Buchung von Veranstaltungen, Farming, Staking und die Teilnahme an NFT-Werbeaktionen. Inhaber von iTokens können ihre Plattformgebühren für bestimmte Dienstleistungen um 15% reduzieren. Die Plattform belohnt außerdem die aktivsten Inhaber mit iTokens, die sich auf ihre Gesamtaktionen oder den an das MediaEye-Netzwerk übertragenen Wert beziehen. Der iToken unterstützt auch fortgeschrittene DeFi-Funktionen wie ATH und BSC-Netzwerke, wie zum Beispiel Farming-Anreize, eine Token-Verkäufersteuer, die an iToken-Farmer ausgeschüttet wird, und automatische Belohnungspools für häufige Benutzer. Ein Steuersatz von 2% wird auf alle Verkaufstransaktionen für alle Handelspools in der Ethereum- und BSC-Netzwerken angewendet. 50% aller auf der Plattform erwirtschafteten Gebühren werden für Farming und Belohnungen verwendet. 25% aller von der NFT-Plattform generierten Gebühren werden für Transaktionskosten und die Einlösung von iToken verwendet. 25% aller Gebühren, die auf der Plattform generiert werden, werden an die Quiet DAO für Management und Verwaltung gezahlt und der entsprechende Betrag in iToken gebrannt. Wie immer lade ich Sie ein, am Ursprung zu stehen und Teil von etwas Schönem zu werden. Die IDO MediaEye ist für den 19. November geplant. Der Startwert des Tokens beträgt 1,5 US-Cent pro Ei. Ursprüngliches Marktkapital 300.000. In früheren Videos habe ich Ihnen bereits erklärt, wie nützlich es sein kann, an IDO teilzunehmen. Ich bitte Sie, MediaEye selbst zu analysieren und die beste Entscheidung für Ihr Kapital zu treffen, wenn es unter uns Neulinge gibt. Vergessen Sie es bitte nicht zu abonnieren. Und das war Lia mit euch. Ciao, ciao.